Ja, verwirrt. Wäre schlecht. Ah, okay. Geht. Zack. Nee, sagt mir tatsächlich gar nichts, aber ich meine, in der aktuellen Zeit kann man ja froh sein, wenn man wieder auf irgendeine Veranstaltung, Konzert oder sonst was gehen kann, ne? Von daher. Was machen die? Es klingt irgendwie rockig oder bin ich da komplett falsch? So, jetzt kriegt er auch ein Bild natürlich. Live. Habe ich doch gesagt, hallo? Computer? Computer sagt nein. Live? Jetzt. Das ist Book of Travels. Jetzt seht ihr was und ich nicht. Machen wir mal kurz hier weg. Ich hatte schon mal einen Charakter angefangen. Wir fangen einfach nochmal komplett neu an. Wir machen einfach einen Charakter. Ob das rockig in die Richtung Rock geht. Klingt zumindest so. Kerbholz hat sowas Rustikales. Damit ihr mal einen Eindruck kriegt, warum ich so lange beim Charakter-Editor gebraucht habe, zeige ich euch den natürlich und wir machen einfach einen komplett neuen Charakter. So, also, wir fangen an mit der Form. Ich lese jetzt nicht alles vor, weil es tatsächlich viele Texte sind. Mein Englisch ist auch nicht besonders gut. Aber man sieht ja so das Wichtigste, ne? Wir sind windaffin, Askenvolk, born in a western wind und so. Deutschrock. Okay, dann war ich mit Rock nicht ganz falsch, da immerhin. So, es gibt hier verschiedenste Formen. Ne? Angefangen mit dem Mirtha, keine Ahnung. Dann gibt es The Crested, Northern Folk, Origin, Wind. Und alles, was wir hier machen, hat irgendwie Einfluss auf den Charakter. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich war maßlos überfordert von dem. Ich weiß auch nicht, was diese Bildchen hier unten bedeuten. Weil, ja, keine Ahnung. Wir sind auf jeden Fall sozial und spirituell, das sind die Talente. Dann gibt es The Weathera, keine Ahnung. Southern Folk, auch Origin Wind und Physical und Social. Hat irgendwelche anderen Bildchen hier unten. Dann haben wir The Mosswalker. Der sieht aus, wenn er irgendwie die ganze Zeit am Chillen wäre. Spirituell und Social. Eastern, Origin haben die scheinbar alle Wind. Wenn ich es richtig sehe, bisher. Nur das Volk, wo die herkommen, ist irgendwie anders. Dann haben wir Enfolder. Wir haben Regent. Und wir haben Larka. Dann haben wir Ribbond. Wir haben Gleaner. Was auch immer ein Gleaner ist. Goodward sieht aus wie ein Schäfer. The Dimmed. Dwailed. Und sind wir bei dem Mörder. So. Ich habe keine Ahnung, was wir für eine Form wählen wollen. Aber ich tendiere hier so Richtung... Ich habe keine Ahnung. Richtung... Ich weiß nicht. Auf was habt ihr denn Bock? Mal so einen Mosswalker nehmen, spiritueller Socialist aus dem Osten. Deep Clift Bright in Small Delight. Windaffin, Askenvolk, born in Eastwind. Oder nehmen wir lieber so einen, ich hab keine Ahnung. Hier so ein Faulenzer. Oder so ein Händler? Wo war der Händler? Gab es einen, der aussah wie ein Händler? Wo ist denn der hin? Der da. Ich glaube, ich hätte gerne was mit physisch oder mit mechanisch. Oder mechanisch und physisch. Lass mal Enfolder nehmen. Keine Ahnung. Form is a basic Wanderer-Archetype used as a starting template to create a new character.
You choose from Determine's a range of options and presets characteristics for your Wanderer and can also inspire you to roleplay in a certain way. There are several start-up forms to choose from, as well as more unique ones that you may discover and unlock on your travel across Braided Shores. Das heißt, ihr könnt auch noch irgendwie andere Typen später freischalten, so wie ich das jetzt verstehe. Ja, lass mal den mal so. Als nächstes kommt unser Background. Ja, wir können jetzt ein Alter eingeben. Dann machen wir mal hier so ein 30er Male. Und können jetzt zwischen diesen Upbringing-Fähigkeiten auswählen. Man kann dann hier noch eine Background-Story dazu schreiben zu den einzelnen Charakteren. So tief wollen wir jetzt aber mal noch nicht reingehen, weil das würde zu viel Zeit beanspruchen. Das Upbringing ist im Prinzip, wo der herkommt, also Hintergrund, ne? Growing up in farmlands, you learned at an early age how to work fields, care for livestock and read the shifting of the season. So, dann haben wir Small Town, das heißt, wir kommen aus einer kleinen Stadt. Wir haben Urban, also aus einer großen Stadt. Dann haben wir Crafts, das sind die, hier, Natur und Stone und bla bla. Dann haben wir die mystischen Leute. Dann haben wir Unknown. Lost Memories, you have little recollecting of your past. Nor have you bla lost your memories. Unburdened by any dark memories. Still you imagine you know something of what it is to be an uprooted tree. Bla bla. Dann haben wir die Outlaws. Die sind illegal. Irgendwo bei den Banditen aufgewachsen. Wir haben die Navals. Das sind die quasi, ne? Ocean-going vessels, also quasi Seevolk. Dann haben wir das Mountain-Volk, die irgendwo aus den Bergen kommen, so Exploring und bla bla. Dann haben wir das Inselvolk, die so, ne, von Sachen, die angestrandet werden und Fishing leben. Wir haben die Highborn. Das müssten die reichen Leute sein, wenn ich es richtig... Ne? Ja, Privileg, Childhood, also Highborn, genau, das sind die Reichen, quasi die Bonzen. Dann die ganz Armen. Dann haben wir die religiöse Herkunft. Wir haben die Enslaved. Dann haben wir, genau, wieder die Rurals. Klar. So. Ich würde sagen, wir machen hier ein bisschen random und nehmen mal... Bergvolk. Climbing rocks, exploring caves, listening to silent beat of the mountains half. So, da schreiben wir jetzt nichts rein. Weil, keine Ahnung. So, jetzt kommt die Persönlichkeit. Die können wir auswählen aus zwei positiven Fähigkeiten und verschiedenen negativen. Wir haben zum Beispiel Bad Sight. Hier unten ist noch nicht implementiert. You suffer from poor eyesight, you can't see collectible glimmering at all. Das heißt, du kannst Sachen nicht so gut sehen. Dann haben wir die Disoriented. Ah, die sind unterschiedlich, glaube ich. Beim letzten Mal hatte ich, glaube ich, andere. Bin ich sicher. Geil, wenn du stirbst, respawnst du weiter weg. Von dem Todesort als andere. Ist auch noch nicht ins Spiel integriert. Dann haben wir den Fast Talker, der redet halt einfach viel, ne? Tend to relate of a lot of information in a short time. Your emotes are visible for a shorter time than normal. Das heißt, wenn man mit den Emotes, die man zum Kommunizieren in-game benutzt, kommuniziert, sind die weniger lange sichtbar für die anderen. Forgeful? Den kenne ich, glaube ich, auch nicht. Gameplay. Ist noch nicht implementiert. You are absent-minded and easily distracted. Your pin notes on the map sometimes appear blank. Ah, cool. Die Markierungen, die ich hier mache, verschwinden auf meiner Karte. Geil. Glutonoi.
You are devoted to eating and drinking in excess. Food replenishes slightly less energy. Also das heißt, man kriegt weniger Energie von seinem Essen als andere, weil man einfach zu viel isst. Stiff. Your body needs some time to warm up before reaching full capacity. Running ramps up. Oh krass, also ich glaube tatsächlich, die Fähigkeiten positiv wie auch negativ sind mit von der Form und dem Background abhängig. Ich hatte beim letzten Mal tatsächlich andere. Da hatte ich eins, den fand ich ziemlich cool bei dem Charakter, den ich erstellt habe, und zwar war das ein Messi. Messi führt dazu, wenn du ein Stack von irgendwelchen Items im Inventar hast und sammelst noch eins davon ein, dann packt er das nicht auf den Stack drauf, sondern der packt es einfach irgendwo ins Inventar. Der ist halt ein bisschen unsortiert. Das heißt, bei dem hier brauchen wir ein bisschen länger, um unsere Energie nutzen zu können. Negligent. Only focus on keeping track of the most important things in life. You may lose an item of the lowest quality when fainting. Auch noch nicht implementiert. Self-sacrifice. Ah genau, dann gab es noch den Arroganten. Bei dem Arroganten hat man den Nachteil, dass man, wenn man kämpft, die Fähigkeiten vom Gegner erst sieht, wenn der Kampf gestartet ist und nicht vorher. Und Sleepyhead hatte ich beim letzten Mal auch, der ist halt einfach immer ein bisschen müde. Ich glaube, ich würde hier den Fast Talker nehmen. Und dann nehmen wir... Genau, wir haben Empathic. Good to comprehending the feeling and needs of others. You're accepted into a party a little faster than other folks. Heißt, man hat es einfacher, sich in irgendeine Gesellschaft einzufinden. Caring. Genius concern of empathy for others. Your healing of those others and yourself is uncommonly potent. Charmful. Slightly better trading. Bla bla. Aber ich bin für empathisch und rough. Das lassen wir mal so. Additional, hier kann man wieder weitere Informationen zu seinem Charakter schreiben. Ich denke, für alle Rollenspieler unter uns ist das Spiel gar nicht so uninteressant, weil man halt echt tief in die Charaktergenerierung reingehen kann. Vom Spiel selber habe ich selber noch nicht so viel gesehen, weil ich, wie gesagt, 40 Minuten im Charakter-Editor verbracht habe. So, dann haben wir hier so den Klassiker, ne? Wir können zwischen... drei Starting Skills wählen. Wir haben Trick of the Messenger, wir haben Read Strange und wir haben Mind of the Tactician. Whatever. Werden die hier irgendwie angezeigt? Nö. So, das heißt, wir nehmen den da. Packen einen Punkt auf mechanisch. Weiter geht's. So, jetzt können wir die Stimme auswählen. Und die Augenfarbe hat übrigens auch Auswirkungen auf den Charakter. Committed to a life of mastery and dedication. Strive to life. To live a life of mastery and dedication. Committed. Strive. You are totally committed to a life. Ach du Schande, ey. Living a passionate, vivid life. Life totally committed. Nee, spirituell wollen wir nicht. Wir bleiben mal hier bei nehmen mal das. Die Stimme lassen wir auch mal. So, Equipment wird hier tatsächlich auch random ausgewürfelt. Das heißt, wir können hier mit einem Schal und einem Klamotte starten. Haben zwei Brote und irgendeinen Brief. Oder wir haben eine Mütze und einen Schalumhang. Und, ja, ein bisschen was zu essen. Oder wir haben eine Kette und einen Beutel und ein bisschen was zu essen. Das behalten wir mal. Finde ich gut. Next.
So. Ich mache einfach random Zeugs. Makrem Darasim. Das finde ich gut. Gefällt mir. Finish. So, jetzt können wir noch wählen, wo wir starten wollen. Hier ist wichtig, wenn man zusammenspielt, muss man auf dem gleichen Server sein. Und die gleiche Option wählen. Wir können Journey on at Sea starten, Traveling on Land. Wir waren captured oder wir können uns nicht erinnern. Wir starten einfach mal am Land. Das klingt am einfachsten. Und ich bin für... Ah, guck mal. Ah, okay. Im Westen. Am Land im Westen starten wir. Proceed. Makrim Darasim, starting travel. Enter world. Jetzt könnte natürlich meinen anderen Charakter noch wählen, den ich zusammengeklickert hatte. Ja. The Great Southern Capital, Kaza, has been closed since the Arch Council there was disbanded not long ago. The caravan rattles past mountain, swamp and sea. This journey has taken you through many lands. Already, you've seen more of this world than your homebound elders, whose hearth and dreams were all they knew. Lulled by the monotony of the journey, your eyes are drawn to a spot on a hillside. A brambly side road, not much different from 100 others, has taken hold of your heart. Grabbing your pack, you slide from your perch and land with a thud on solid ground. The caravan clatters ahead without you as you take your first steps into a world that just moments ago was nothing but scenery. Fast mein Glas umgeschmissen. Sleeping in a field. You're woken by the call of unfamiliar voices. From a bed of grass, you wake to see the faces of new friends. A flock of curious and very sociable sheep. Tada, hier sind wir. Also, wir sind jetzt hier mitten in der Welt. Wie man sieht, ist die, der Grafikstil sehr ungewöhnlich, anders würde ich sagen. Wir haben hier eine nette Karte. Oh, die Karte sieht komplett anders aus wie beim letzten Mal. Krass. Wir haben Western Greatfield, da könnte eine Stadt sein. Western Greatfields, da ist Calm and Esna, keine Ahnung. Western Harvest Route, Friendly Arm, Bridge of the Tired Builder, Chasm Canyon, Dove Grove, Western Harvest Route, Cobalt Buzzin, Tea Drinker Ticket, whatever, Buzzin Shores und Ace of the Sky. Oh, ach krass. Ach krass! Oh mein Gott! Hab ich noch gar nicht gesehen, dass man so weit rausscrollen kann. Junge! Verrückt! Das sind wir jetzt, oder wie? Fuck, ist die Karte groß! Okay. Okay, hier zieht sich so eine Hauptstraße durch die Welt, würde ich sagen. So. Wir können rumlaufen, wir können mit Leuten quatschen. Mehr habe ich auch noch nicht rausgefunden. Wir haben
Wir können Rest, also schlafen. Right-click for details. Skill Card. Rest ist ein Action. Skill Level 1. Trick of the Messenger. Was haben wir noch? Rest. Wir können Toggle Hood. Okay, wir können unsere Mütze an- und ausziehen. Battle Stance, Attack und Flee. Okay, wir können attacken und wir können fliehen im Kampf. Regan's Poach. Wir haben zweimal Chestnut Shells, fünfmal Driftwood Dust und einmal Alkan Powder oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Dann haben wir irgendwo ein Inventar. Ah, mit Tab kann man sich Sachen anzeigen. Das ist cool. Okay. Genau, wir haben Charakter. Speed ist 3. Das sind die Skills, die wir gewählt haben. Die Fähigkeiten durch die verschiedenen Life Pedals. Life Pedals are what keeps you alive in this world. You lose a life pedal each time you lose all your energy. Beware of losing all your life pedals and take good care of your body and your travels. Regent Pouch. Regent Pouch holds all the regent that you acquire on your adventure. Some skills, mainly magical ones, demand that you have a specific amount of types. Of bla bla. Ja. Background. Okay, da haben wir nichts reingeschrieben, das kann man aber. Ah, schade, nachträglich nicht mehr ändern. Hier sind unsere Auswahl. Origin erste Volk, born in Southern Wind. Wir sind Child of the Mountain und wir haben A-Color Deep Char. Tough, Empathic, Fast Talker. Wir reden halt schnell und viel, ne? Unfolder. Nickname. Ja, hier oben. Level. Okay, das kann man mal zumachen. Dann haben wir unseren Backpack. Wir haben dabei Pleasant Cheese Bumps, essbar. Small Steamed Bread, essbar. Und Triple Head Spinning Device, unknown. Ah, so ein, Dings. Kreisel. Wie bei Inception vielleicht. Dann haben wir eine Jute-Residu-Armlet, also irgendein Armteil. Wir haben Plower's Open Shirt und wir haben Backpiece with Visible Wear. Also so ein Umhang-Teil. Dann haben wir Skillbook. Ah, da waren wir gerade eben. Die Map haben wir auch schon gesehen. Screenshots können wir machen und hier sind die Einstellungen. Okay, das lassen wir erstmal alles. Wir machen da mal nix. Hallo. Yes. Cardinal Sheep. Good morning and welcome to a brand new day traveler. My wards appear very comfortable around you. Me and my son have decided to follow their example. Your way must have been long and hard for you to fall asleep in the middle of a field. Not even seeking shelter under a tree. Also wir haben uns mitten aufs Feld geschmissen und einfach geschlafen. If you'd permit me to give you some advice, I would suggest you go south from here. There you will find the Elden Road. Wenn wir nach Süden gehen. Wir müssen halt jetzt davon ausgehen, dass ganz klassisch Norden, Osten, Süden, Westen ist. Servus, yo, einen wunderschönen guten Tag, wie geht's dir? If you follow the east, you will come to the City of Crossings. Also wir sollen in den Süden gehen, glaube ich. Der Straße in den Osten folgen. Und kommen dann zu den Cities of Crossings. Ja, das kommt hin. Oder? Crossroad. Wo ist dann City of... Ist das City of Crossings hier vielleicht? Bleifarmen in Fallout. Ja, nice. Viel Spaß. Wie viel brauchst du? The keeper of the tea house under the tree is kindly soul... Seeing someone as wayworn as you on their doorstep. They will offer you a free meal and a good rest at least. Oh, wir haben irgendwas gekriegt da. Pling, pling, pling. Find's blessing on your way, Kalim.
thanks. Hello. Hello, Dandelion. So you grow out of the craft pen just like the flowers. Cool. Das sind alles die Schafe. Oh, wir können es petten. Oh, süßes Schaf und so. Geil. Wie lange macht er das jetzt, bis er keinen Bock mehr hat? Also wir müssen bis zur Straße laufen. Oh, warte mal, da können wir was looten. Ah, Rechtsklick ist Rennen. Ah, nice. Baum anklicken, looten. Cheesnut Shells, die müssten ja dann jetzt in unserem... Ne, im Backpack sind die nicht aufgetaucht. Wo waren das wieder? Hier. Ne. Skillbook. Da. 5 Cheesnut Shells, okay. Da können wir auch noch was looten. Ist das das Teahouse hier? Könnten wir mal schnell hindüsen. Dandelion. 2 Stück. Dandelion 2. Okay, das kommt, landet alles hier drin. Used mostly for displacing oneself, can also be used as pigment. Force and strengthening effect. Protective occult effect. Ach du Schande. Fireplace? Ja, da ist ja aber keiner, da wollen wir nicht hin. Lass mal hier unten gucken. Da waren doch irgendwelche Dudes gestanden gerade. So, die Straße soll man noch Osten folgen. Osten, Norden, Osten, Süden, Westen. Süden laufen, Osten folgen. Alles klar, machen wir. Mechanical Faculty Pupil. Just can't work it out. Why is it running backwards? We followed the Elden Schematics down to the smallest detail when we built our replica. Have you any knowledge of mechanics, Traveler? Ich glaube, ja, wir haben Mechanics, ne? If you do, take a look at this blueprint. Can you see anything we might have gotten wrong? Lass mal gucken, Junge. Jetzt? Was mache ich jetzt? Huch! Haben wir denen jetzt helfen können oder nicht? Ich hab's nicht ganz gecheckt. Da haben wir Erfahrungspunkte bekommen. Lass mal hier Dandelion pflücken. Müssten wir jetzt 4 haben, Dandelion, ne? Ja. Okay, wir klicken ihn nochmal an. Okay, das habe ich jetzt nicht verstanden. Ah, hello, Wanderer. We are students of the mechanic principles. But I must confuse, our machine has us all baffled even though we built it ourselves. It is running as intended. We'll be laughed out of the university if we can't get it right. Perhaps you as a far-traveled person have insights that may shine a sobering light on this mystery for us. If you do, please take a look at our schematics and tell us what you see. Ich hab keine Ahnung, Leute. Ja, warum werden das weniger? Waren doch vorhin mal mehr. Andovers. Andovers are challenges that require considerable effort of any... often require you to employ... them together with other travelers to stand a chance at overcoming them. What? Was okay, wenn wir mehr Skill haben, können wir da was machen oder wir machen das mit mehreren Leuten zusammen. Once the trial of an Andover is overcome, bla bla. Okay. Okay, wir sind alleine noch nicht gut genug, um mit unseren physikalischen Skills denen zu helfen hier. Echt gehabt, würde ich sagen. Dann lasst uns mal hier die Straße entlang rennen und gucken, ob wir zu Crossing Roads kommen.
Travel east to crossing. Oh, guck mal. Locked Strongbox. Na, warte mal, lass mal erstmal hier pflücken. Akorn. Dreimal. Sehr schön. Hallo. Lockbox Maker. Hello. I am not only a lockbox maker. I'll have you know. I am a lock. Mono, moinsen, wie geht's dir? Einen wunderschönen guten Tag. I am a lockpick proof lockbox maker. Whatever. At least that is my ambition. I have there here the lockbox of my latest design. I would be grateful if you could make an attempt to pick its lock. To study how you get on will help me to improve my box even further. What do you say? Do you accept? Yes, wie accept ich das jetzt? Oh, Skill, guck mal. Hä? Jetzt ist der Balken schon wieder kleiner. There are multitude of skills for you. Discover and learn and skill card. Give bla. Süden, Norden, Osten, Westen. Ich hab keine Ahnung. Gut, hab noch ein Nickerchen gemacht. Ja, das ist sehr schön. Wie geht's mir? Mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Bin ein bisschen überfordert von dem Spiel. Ich find's sehr interessant. Aber es ist nicht so einfach. Gut, vielleicht auch mein Englisch einfach zu schlecht. Breathing Technik. Okay, lass mal versuchen, ob wir seine Lockbox picken können, ne? Look. This strongbox is locked tight. Only mechanical skills and deft hands will entice it to open. Ja, mach mal open. Ja, uns fehlt ein dritter Skillpunkt hier. Glaube ich. Müssen wir jetzt warten, bis was passiert? Card Players Box, Ikus Tree Book, Rosewood Jewelry Box, Shola Supply Box, Smooth Guard Box und Sturdy Freight irgendwas. Ne, ich habe leider kein Money für Trading, also lass mich bitte in Ruhe. Danke, tschüss. Ich weiß noch nicht, wo wir Quests herbekommen. Ich weiß nicht, wie wir kämpfen können. Eigentlich weiß ich nichts zu dem Spiel. Wir wollen mal Travel East to Crossings, würde ich sagen. Alone. Ich habe ja keinen Group. Running drains your stamina. Resting or consuming edibles will replenish it. So, wir sind auf einem neuen Gebiet. Lass mal direkt die Karte checken. Ah, guck mal. Millomac Weavery. Crafters Pavilion. House on the Tree. Crossing Fabrics. Scene Vaska Smithy. Ryan's Crossings. Sind wir dann jetzt? Ah, okay. Wir kamen von hier. Jetzt bei Crossroads. Okay. Okay. Okay, 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 okay. Oh. If you could only see what we have seen. Keine Ahnung. Had you been with us, Kilim? Surely you also would consider the city to exist outside of common time and space. Ich dachte, hier hätte irgendwas geglitzert im Hintergrund. Irgendwelche Banners, bla bla. Ah, guck mal. Da will ich looten. Mach mal. Oh, 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 guck mal. Canvas back. Wir kriegen ein neues Oberteil. Die Hunde müssen Gassi. Macht es, yo. Viel Spaß. Verlauf dich nicht. Take all. Zack, wo ist mein Inventory?
Backpack. So, kann ich jetzt Clumsy Walking Stick, Crooked Tombuck Stick, Offhand, Offhand. Okay, die können wir beide da nur reinmachen. Haben die irgendwie Trade Value 7, Physicality minus 1? Ja, klar. Das ist nichts für mich. Social minus 1. Ja, Social ist mir erstmal egal. Zack. Was macht er denn? Pocket Slots, Trade Value. Was macht meiner hier? Trade Value 16. Bodywear. Blowers Open Shirt. Ich würde fast den anziehen. Er hat zwar einen höheren Trade Value, hat aber noch einen neuen, einen zusätzlichen Pocket Slot, oder? So, guck mal. Zack. Können wir den später verkaufen? Kaffee Munchkin, moinsen! Nickerchen ist cheaten. Ach, Quatsch. Wir sind doch alle schon alt. Da muss man ab und zu mal ein bisschen Bubu machen und so. Jetzt muss ich gerade mal in meinen Charakter reingucken. Guck mal, jetzt haben wir keine Social mehr. Wir sind Social total unsocial, weil wir jetzt einen Stock tragen. Aber wir haben einen Stock in der Tasche. Lass mal mit ihr hier reden. Noch? Ich bin älter als er. Nickerchen geht voll in Ordnung. Ja, manchmal. Ne? Also ich mache auch selten Nickerchen. Ich muss dann schon richtig am Arsch sein, aber ich kann das voll... Ist das ein Hund oder eine Katze da hinten? If you could have seen it, Kalim... A city with spires taller than trees. Airship crossing the sky. Delicious dishes sparkling of fire and ice. Glass, bla, irgendwas. Lass mich in Ruhe. Hallo, Katzentier. Ich möchte dich petten. Hallo, süße Katze. Das Spawn und Despawn gerade. So. Ich mag das Spiel tatsächlich, ne? Also. Da ist ein Grower, irgendwie mit der da rumrennt. Warte mal, wir konnten mit Tab, ne? Trinket Hoarder, Wind Voice. Ah, das könnte ein anderer Spieler sein hier. Mysterious. Figur. Hemlo! Ah, you must be one of the new Kalims. Wer ist Kalim? I am called Ezrafa. To my face an old S behind my back. I travel the land sharpening farmers' tools, kitchen knives, scissors and much everything that has an edge. Also irgendjemand, der Dinge scharf macht. In return I ask only to be told a story. Mundane or not, that matters not. But if the tale must be a story from your own life. And it must be true. Do you have such a story for me, Dandelion? Wissen wir Dandelion? Ich hab keine Ahnung. I heard bla bla. Okay. Ne, wir heißen nicht Dandelion, wir heißen Makrim Darasim. Egal. Wir haben keinen Social, weil Stab in der Hand. Der Stab überhaupt? Warum haben wir den in der Hand? Kann mir das einer erklären? Weiß es nicht. Charakterpage kann zu, bla. Der macht. Trade Value. Kann der kämpfen? Speed. Speed. Ich hab keine Ahnung. Clumsy Walking Stick. Weil Physical wollen wir nicht verlieren. Glaube ich. Oder hatten wir Physical 2? Ne, wir hatten Mechanisch 2. Hallo? Ich möchte doch mit ihm hier. Trinket Hoarder. Da, guck mal. Fall Gamsa Malku Close, a well-connected trader will acquire your half-desire. Ja dann, trade er mal mit mir. Trade er mal mit mir! Rusted Beam Bolt, barely readable knot, decorated leaking urn, coarse hemp twine, toy missing a piece, Yesteryear Tribute Carpet. Alter, was soll ich mit einem Teppich? Cholas Champion Cup. Roll of Disarray.
Secure Thorn Cage. Children's Toy Tool Belt. Was verkauft der für einen Scheiß? Was soll ich damit? Guck mal. Ich geb dir meinen Stock. Und ich geb dir meine Klamotte. Und was macht das Ding hier? Pocket Slot. Also auch offhand. Burden, Burden. Keine Ahnung. Equipment. Backpack. Force? Force ist minus und Burden ist plus, oder was? Ein Rucksack ist es. Back size plus 1. Mechanics plus. Pocket Slot 1. Trader Value 9. Das ist gut. So, da haben wir 11. Haben wir noch irgendwas anderes? Was macht das alles? This piece of useless scrap might still have a tiny trade value. Ja, okay, ist nur Trade Value. Das ist also alles in useless hier unten. Ah, das sind Trading Goods. Okay. Das ist all. Und das ist nur offhand. Wir würden halt nichts verlieren, wenn wir Dings, Bums und so, ne? Der hat 7, der hat 16. Wenn ich den wieder zurück tue, haben wir noch einen Unterschied von 4. Der hat halt einen Trade Value von 29, der Rucksack, ne? Das ist halt hart. 15 zu 60. Ja, komm, ey, mach halt. So. Können wir mal hier in unser Inventar gucken. Dann können wir den wieder ablegen und legen mal den Offhand an, weil der kein Minus hat. Dann legen wir noch den Gürtel an. Theoretisch können wir die zwei Stöcke verkaufen, aber der gibt uns ja nichts dafür, der Typ. Guck mal, Ezrafar wollte noch irgendwas, ne? Genau, der kann auch Trading. Was hat er denn hier so? Irgendein Narrativ. Skills. Ach, guck mal da. Instruction. Valentine. Trader Value. Knowledge. Point Coast. You have taught yourself how to decipher the knots of the Valen language. Learn the blah and decipher. Hä? Keine Ahnung, ey. Ich habe keine Ahnung, was das Zeug hier tut. Aber wenn wir jetzt zurückgehen und haben einen Dings-Skill mehr, hier, Mechanik, können wir dann seine geheime Kiste aufmachen? Muss ich jetzt mal ausprobieren. Wo war der denn? Der war noch im anderen Gebiet, ne? Der Mann mit der Kiste. Long, 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 long. Great Southern Capital, Qatar has been closed, bla bla, irgendwas. Nickerchen ist cheaten. Finde ich immer noch gut. Also, die Aussage, auch wenn Nickerchen nicht cheaten ist, aber. Wir müssen auch demnächst schon wieder ins nächste Spiel wechseln. Der Plan war so 30 Minuten pro Spiel. Sind schon wieder ein bisschen weiter. Also wir haben es nicht eilig, aber ne. So, erstmal. Hallo. Muss weit laufen. Kiste. Kiste? Try mal hart hier. Da, oh, da. Da liegt was, cool. Oh well, you have opened my. Greetings, Nomad. I can't believe my eyes. I was so sure I had considered every weakness. I must now consider how to improve my lockbox even further. Okay, wir haben einfach seine Quest gemacht. Das ist cool. Wir müssen noch harter leveln. Wir haben bekommen Not of a Thankful Wish Trading Good. Okay. Und hier ist... Da. Wir müssen mehr auf die Umgebung achten und so Glitzern beobachten. Was kriegen wir hier? Damn Claypot Trade Good. Okay, das hat nur ein Trading Value.
Das ist ja aber nicht so wild. Effect Card. Effect Cards show the detail of the temporary penalties or boons which are affecting you at the moment. Effect Cards are displayed on the top left of the screen. Ja, und jetzt habe ich hier so einen Schulter. Battered and bruised, we have suffered hardship and misfortune and need attention. Ja, was? Hab keine Ahnung, was er will. Warum muss ich jetzt Attention needen, ey? Erstmal wieder ins andere Gebiet rüber. Ja, ja, wir traveln alone. Alone, alone. So, mit denen haben wir gequatscht. Lass mal zur City rennen. Mit dem haben wir auch gequatscht. Mit dem haben wir auch... Kriegen wir jetzt genug Kohle zusammen eigentlich, um dem den Scheiß abzukaufen hier? Mal Trading. Mal die Skillkarte. Kostet 32. Wenn wir das und das und das und das reinmachen... Nee, reicht natürlich nicht. Nee, wir können es versuchen. Ah nee, macht er nicht. 19. Piu, piu! Was, piu, piu? Wir schießen hier nicht. Request high value item. Hä? Okay. Yes, wir wollen canceln the trade. Dem haben wir gequatscht. So, wer ist er denn? Exe! Get up! Hello, dear me, you look like you've taken a bathing. Oh, da glitzert's schon wieder. Hallo, ich bin fertig mit Sprechen. Ich muss das Glitzern da anklicken. Hab keine Zeit. Piece of wool, trading good. Nice. Einen Augenblick. Klingt nach einer Eisenbahn. Ah, da oben! Ich dachte doch, es klingt nach einer Eisenbahn. Wie krass ist das denn? Einfach ein Choo-Choo-Zug. Wer ist er denn? Young Weaver. Hello. You seem to have a rough time on the road, Kilim. Should got yourself a heathering meal and a hot cup of tea at the tea house. Da glitzert es schon wieder irgendwo da, guck mal. Warte mal, du tradest doch. Was hast du denn für spannende Sachen dabei? Trading good, trading good, trading good. Hier ist alles nur Trading Goods. Der hat nichts. Schade, dass es kein. Also, ich habe noch keine Währung entdeckt. Also, alles, was wir haben, ist tatsächlich reiner Handel 1 zu 1, ne? Rejected Incomplete Carpet. Trading Good. Ja, nimm mit. Okay, mit ihm können wir nicht sprechen. Oh, was ist das? Sephra Shrine. Was, Dude? Ah, wir können hier was offern. Huch, was ist jetzt passiert? War Pech gehabt, ne? Gucken.
Okay, Lifeless Rope Cough Crafter. Wo war denn jetzt das Teehaus? House Under the Tree. Ich glaube, das war das Teehaus hier. Bin mir nicht sicher. Hello. I am the artificer of enchanted garments. Can construct the magic rope for you if you bring me any good quality leather cloak, a piece of rare jewelry and any scent perm irgendwas. Perm. Robe of crying wines. Was ist der Preis? Ach so, er braucht, okay, ja, okay, er braucht die Items. Something you don't have und something you don't have. Den Knoten haben wir. Alter, Trading Value 465. Spiritualität plus 1. 2 auf Wort und 2 auf Speed. Ja, ist klar. Junge. So, wer bist du? Master Kane. Ne, Kane Master. Staffs and Rods. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich brauche an Zeugs. Ne? Also ich bin völlig maßlos überfordert hier. Sturdy Hemp Rope Trade Good. Auf welches nächste Mal? Was ist los? Master Backmaker. Tasche. Macht. Pocket Slots Back Size. Ach du Scheiße. Delikat Spider Silk Kilim Trade Good. Und Fine Spider Silk. Mach mal, okay. Nichts Bestimmtes. Enchant irgendwas macht er. Sharp Crossing irgendwas. 2032! Das Schwert, Force und Ward. Alter. Oder sind es die Fähigkeiten, die man braucht dafür? Habe ich noch nicht ganz verstanden. Wir hatten halt auch noch keinen Kampf. Wir würden wahrscheinlich eh sofort sterben, weil wir keine Ahnung, was wir tun. Oh. Gab Punkte. Bisschen. Nicht viel, aber ein bisschen. You gain knowledge from exploring braided jaw and interacting with everything that is has to offer. Increasing your knowledge level gives you extra knowledge points you spend on memorizing new skills. Aha. Emlo. Tabak-Connoisseur. Fuck. Ich habe auch noch kein Questbuch gefunden bisher. Was haben wir gekriegt? Nix. Ja. Huch, hallo, ich möchte mit ihm tradern. Aha, guck mal. Ablenkung war erfolgreich. ja, ihr wieder, ey. Wrapping. Jacket. Simple Schuhe. Alter, das ist so teuer, das Zeug. Meine Güte. Verschlüsseln. Ding für den Kopf kostet 108. Wenn ich alles reinpacke, was ich hier habe, was ich traden kann, ne? Komme ich nicht mal annähernd dahin. Ja, yes, ich möchte canceln den Trade. The Food Merchant. Enlo. Trader. Milk.
Gut, er hat viel zum Essen. Spice Ham, Vesca, Soft Cheese, Ranked Wanderer, irgendwas. Fine Cheese, Käserad. Small Bag of Garbage, Kabash, whatever. Little Meal, Sweet Breed. Ich weiß auch nicht, wann wir was essen müssen, ne? Ich habe keine Ahnung. Wollen wir mal hier einfach was schnabulieren? Konsum. Durch den Konsum! Warte. Nee. Ein Brunnen oder so. Ups. Oh mein Gott, ganz viel Augen! Wir haben nicht genug Strench. Hätten wahrscheinlich Wasser holen können oder so. Wir haben nur eins. Eins Stärke. Gucken. The crank for this well is rusted stuck. Brute strength is needed to draw water here. Wer bist du jetzt? Enthusiast Not Binder. Hallo, Herr Knotenbinder. Hello again. Care to trade for some spell knots. Wieso hello again? Mit dem haben wir noch gar nicht gequatscht. Ah ja, was zahlt er für meinen Knoten? Auch nur 7. Small Pouch of Western Peace. Ah, das ist essbar. Eatable. Handleable. Physical minus. Physical. Ah, Mechanik plus 1. Physical minus. Nee. Cane Shape. Warum soll ich mir so ein Blatt in die Hand nehmen? Klamotte. Combat. Dingsbums. Headgear. Offhand, Cloak, 120. Trading Goods, Skills. Knot Pattern, Ardent Lantern, Skill Knot. Glimmer Signal, Strong Spirit, Mystics Arms und Firework Bein. Lass mich bloß in Ruhe. Ich hab keine Ahnung. Davon ganz. Oh, ich kann mit euch gerade. Ja, helfen bei was? Was wollt ihr denn von mir? Thank you for stopping, Kilim. Me and my sister receiving this locked box from our dear depart uncle. Contains secret family receipt of a Ginses potted lark things. Irgendwas, bla bla bla. Die wollen wissen, ob ich denen die Box aufmachen kann. Können wir natürlich gerne mal versuchen. Ja. Oh, Wanderer! Okay, was jetzt? Hä? Würde euch ja helfen, wenn ihr mich lassen würdet, so irgendwie, ne? Okay, ich hab keine Checkung. Platz auf Kinder. Das ist der Schmied. Kann ich mir eh nichts leisten. Aber wir quatschen einmal mit allen. Hallo? Dann fangen wir halt mit ihm an. Guten Tag. Now work it's done. Ja, dann lauf doch hier hoch und quatsch mit ihm. Hello? Oh. Jetzt. Ach du Scheiße. 400. Junge, Junge, Junge. Wenn halt nicht alles so teuer wäre, ne? Bumble Needle. Alles nur Trading Goods. Ist das hier Teehaus, Junge? Klingt nach Brewmaster. Hallo. Oh, stopp. Ah, hallo. Erstmal quatschen. Good day, da, Travelers. Hieß es nicht irgendwo, offert irgendeiner ein Free Meal und ein Tee und Teerezept?
Brew of Unyield Gunning. Cunning. Redeeming Brew. Brew of Whales. Hello? Dankeschön. Oh, warte mal, da war eine Klamotte dabei, ne? Shirt. Bodywear. Pocket Slot plus 1 und 130er Trade Value. Sieht halt auch schöner aus wie der Kack, den wir anhaben. Sagen wir, changen das mal. Dann kommt der in den Verkauf. Also eigentlich kommt hier alles in den Verkauf, so, ne? Zack. Guest. Wir labern den mal voll. Emlo. Be careful when you cast your water in the wild. Aha. Master Brewmaster. Mein Ohr. Okay. Das war dann jetzt das Teehaus wahrscheinlich. So. Karte sagt, wenn wir hier runterlaufen. Wir sollten nach oben laufen. Crossing Station und Nunem Farm und sowas. Also wir müssen da oben irgendwie hin. Das macht sie schon von ganz alleine da, wenn man sagt, lauf mal. Sehr gut. Immer ein bisschen auf das Glitzern im Gebüsch achten. Alter, was ist das für ein Riesentier hier? Guckt euch den mal an. Den petten wir besser nicht. Der pettet uns sonst tot. Okay, hier oben geht's zu den Schienen. Wer bist du? Hallo? Hey. Ist das ein RPG? Nein, ist ein MMO. Ganz vorsichtig gesagt. Man kann es zusammenspielen. Es wird ein bisschen als MMO deklariert, aber die Charaktererstellung ist schon sehr tiefgreifend. Also Augenfarbe hat Auswirkungen, die Herkunft, verschiedene Dinge. Genauso wie man kann halt den kompletten Charakter beschreiben. Persönlichkeit, ne, Hintergrundgeschichte und so. Man kann das schon sehr tief spielen. Ich verabscheue mich mal. Macht es flom. Viel Spaß beim Konzert. Gönn dir. I respect my oxen's endurance. They are hardworking beasts. Choo-choo. Flug. Miserable young woman. Eine miserable Frau. Oh, hallo. She turns away and returns to folding and refolding a small piece of metal wire. So, dann tu mal rumfolden. Da, guck mal. Ach, gewusst, dass da was rumglitzert. Ching. Dusty Tombak Clips und Damaged Animal Skull Trading Good. Er ist Warehouse Carrigator. Wie viel haben wir? Ein halbes Level haben wir gemacht jetzt. Junge. Wie du wieder aussiehst. Löcher in der Hose. Und immer dieser Lärm. War wahrscheinlich schon zu viel. Zack. Copyright Claim. Können wir dann hier mit dem Zug mitfahren eigentlich? Old Station Master. Mal Rechtsklick für Schnelllaufen. Welcome to Crossing Train Station. I'm Old Hoff, Resident Train Warden at your service. I've loved trains since I was a boy. There were many more of them back then. Imagine if we blah 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 blah. Still we can't dream. Okay, was ist das für ein Box?
Trainmaster's Stash. Kann ich jetzt da mein Zeug drin storen oder ist es dann weg? Wenn wir jetzt hier weiterlaufen, Crossing Stations, kommen wir wohin? Wir nach Chart Shape Passage oder irgendwo Jaded Grove oder Farmer's Delta? Sagen wir tryen einfach mal, oder? Tryen halt richtig hart hier. Long, 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 long. Of braided chance use knots instead of letters and word for writing. Ah, okay, Nachrichten in Knoten. Jetzt habe ich das verstanden. So. Jetzt haben wir schon wieder das nächste Spiel länger gespielt als geplant. Das heißt, ich mache jetzt gleich kurz Pause, dann gehe ich mal pullern. Old Man. Hallo, kann ich Ihnen helfen? I fear for your, for all you, Skillim. Was auch immer. Handle with care. Station Master. Ah, okay, wir können die Schriftzeichen gar nicht lesen. Deswegen sind da immer Fragezeichen. Ah, ich verstehe nicht. Hier ist eine Brücke. Ah, Great Char Shape Cape Bridge sind wir dann. Hallo? Hab hier Minus gedrückt, Junge. Okay, wir sind hier bei der Brücke. Okay. Obus Blade Pass. Okay, okay. So. Lass euch mal im Hauptmenü stehen. Recharging your stamina. Nee, ich hab doch ausloggen gesagt hier. Log out. Logging out. Ah, okay. Und dann wechseln wir das Spiel. Also, ich gehe jetzt erstmal kurz Klo. Packe euch in den Pausebildschirm, dann wechseln wir das Spiel. Ich lasse euch so lange hier den Hintergrundbildschirm. Bis gleich.